Man kann eigentlich nicht sagen, dass aufgrund der Entscheidung Boni auf Rezept zulässig seien. Die Entscheidung, die unser Senat getroffen hat, ist eine Entscheidung zum Wettbewerbsrecht. Es haben hier andere Apotheker geklagt, also Wettbewerber, Mitbewerber derjenigen, die diese Boni gewährt haben. Und die Entscheidung sagt letztlich nur, dass in diesem Bagatellbereich wettbewerbsrechtlich gegen solche Boni nichts einzuwenden ist. Man muss hier, die Besonderheit dieses Falles liegt darin, dass wir dahinterstehend eine relativ strenge Regelung haben, gesetzliche Regelung, nämlich die Preisbindung für Arzneimittel. Und diese Preisbindung für Arzneimittel lässt im Grunde keinerlei Ausnahmen zu. Es sind zwei Regelungssysteme, die hier angewandt werden müssen. Das eine ist das Werberecht sozusagen, das von der Zielrichtung her den Verbraucher schützen soll. Den Verbraucher schützen soll vor unsachlicher Beeinflussung. Zum Beispiel übermäßige Versprechungen, die den Verbraucher in seiner Entscheidung letztlich zu stark beeinflussen, in unsachlicher Weise beeinflussen. Das ist der Hintergrund der Regelung im Heilmittelwerbegesetz. Auf der anderen Seite die Preisbestimmungen, die generell gelten für Arzneimittel, also Preisbindung für Arzneimittel, die eine völlig andere Zielrichtung haben, nämlich die flächendeckende Versorgung der Bevölkerung. Also diese gewährleisten sollen, dass auch die kleine Apotheke auf dem Land ihr Auskommen hat und nicht unter einem übertriebenen Preisdruck leidet. Die Preisbestimmungen des Arzneimittelrechts sind sehr rigide, sehr streng, sehen keinerlei Ausnahmen vor. Es gibt praktisch, auch anders als bei der Buchpreisbindung, bei der es manche Möglichkeiten gibt, Rabatte zu gewähren, ist das bei den Arzneimitteln noch beschränkter. Ob man das für richtig oder für falsch hält, ist eine völlig andere Frage, die ich auch gar nicht jetzt diskutieren möchte. Darüber hat jeder seine eigene Meinung. Das Gesetz ist in diesem Punkt klar. Auch wenn es nur ein Bagatellbetrag ist, also diese Boni nur sich in einem geringen Bereich bewegen bis zu einem Euro, bleibt es ein Verstoß gegen die Bestimmungen der Preisbindung für Arzneimittel, die von den Kammern oder von den öffentlich-rechtlichen, von den Behörden, die dafür zuständig sind, auch verfolgt werden können. In der Regel ist es allerdings so, dass die aus Gründen der Opportunität solche Sachen nicht unbedingt verfolgen, sodass dann immer Wettbewerber kommen und über mit dem zivilrechtlichen Anspruch ein Verbot erreichen wollen. Dieses Verbot haben wir nicht hergegeben. In diesem Bereich spielen die Klagen der Wettbewerber eine sehr große Rolle, wenn nicht die entscheidende. Weil in diesem Bereich, in dem es letztlich nur um Bagatellen geht, wird eben eine Kammer oder eine Behörde nicht unbedingt einschreiten. Wenn sie es aber tut, dann wird sie die Arzneimittelpreisbindung mit aller Härte durchsetzen können. Denn dieses Recht kennt keine Begrenzungen. Manche Oberlandesgerichte haben darin einen Grund gesehen für die Zulässigkeit. Man kann ja sagen, dass es manche Oberlandesgerichte gab, die hier einen Weg gesucht haben, um diese Fälle noch für zulässig erachten zu können. Und die Argumentation in diesem Verfahren lief ja auch darauf hinaus, es geht gar nicht darum, dass der Preis wirklich gesenkt wird, sondern man bekommt ja den Bonus dafür, dass man später ein anderes Produkt billiger verkauft. Das konkrete Arzneimittel, das hier gekauft worden ist, das Verschreibungspflichtige, für den die Preisbildung gilt, das wird nach wie vor für 22,30 € abgegeben, keinen Cent billiger. Gut, das ist eine Augenwischerei, die selbstverständlich der Senat nicht mitgemacht hat. Wenn der Kunde für einen solchen Einkauf eines Präparats, das 22,30 € bekommt, einen Bonus erhält, für den er nachher vielleicht Tempotaschentücher oder Nivea oder irgendein anderes Produkt um 1 € billiger kaufen kann, dann ist das so gut wie Bargeld. Das ist wirtschaftlich aus der Sicht des Kunden dasselbe, deswegen haben wir da auch keinen Unterschied gesehen. Wir sind ja kein Gesetzgeber und schreiben nicht irgendwelche kleinlichen Regelungen in irgendwelche Entscheidungen hinein, sondern wir haben einen konkreten Fall zu entscheiden. Und aus dem Entscheid, natürlich müssen wir berücksichtigen, dass man damit leben muss und dass eine gewisse Rechtssicherheit erforderlich ist, sodass wir natürlich wissen, dass wir auch
direkt oder indirekt Leitfäden geben müssen für die Praxis, an die sie sich halten kann. Das kann man sicherlich dem Urteil entnehmen, dass man jetzt mal von einem Euro ausgehen kann. Das ist sicherlich auch im Laufe der Zeit. Bei der gewissen Entwertung kann sich das verändern. Früher hat man mal von einer Mark gesprochen und so weiter. Jetzt ist also der Betrag von einem Euro im Raum und das ist die Marge, an der man sich sicherlich orientieren kann. Natürlich kann man sich vorstellen, dass das, was der Apotheker daran verdient, deutlich niedriger liegt, dass der vielleicht 5, 6 Euro oder irgendwas daran verdient. Dann kann man natürlich sagen, ein Euro ist viel. Darum geht es aber bei der wettbewerbsrechtlichen Frage überhaupt nicht. Die Frage, ob das Bagatelle ist oder nicht, spielt eine Rolle. Dafür ist entscheidend, ob der Verbraucher unsachlich beeinflusst wird dadurch. Wird er irgendwie davon in seiner Kaufentscheidung beeinflusst, wird er möglicherweise Dinge nachfragen, die er gar nicht braucht und so weiter und so weiter. Davon kann man ausgehen, dass das eher nicht der Fall sein wird.